Hallo, es geht weiter mit Monster Rise. Wir spielen gegen den T-Grex. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Jagdhorn dabei, das ist von Batzelguse. Und hier ist mein Set, falls es irgendjemand interessiert. Ich spiele es mit Handwerk, dass Batzelguse auch weiße Schärfe hat. Hat zwar nicht viel, ich habe auch nichts für Schärfeerhaltung da. Aber es ist okay. Ja, nicht so schlimm. So, ich spiele auch mit dem Hunti, der müsste auch gleich da sein. Den schon auf der Karte. Ja, da oben ist er. Und ich finde das Set eigentlich ganz cool. Auch wenn es nicht so angenehm ist wie jetzt dieses High-Set. Aber ja gut. Dafür machen die halt viel mehr Damage. Und jetzt hauen wir auch noch alle Buffs raus. Hier, das hat ja auch Angriff hoch. Was ich super nice finde. Mit einem richtig guten Angriff, Wert von selber. Dann sind wir jetzt schon bei 311 Attack. Ist halt so krass. Wir boosten ja nicht nur uns. Wir boosten ja auch noch unsere Teammates. Zack, zack. Und hier die Explosion. Der Schaden hier ist, glaube ich, ein Set. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob der überhaupt verbessert wird. Aber wir haben dann neben den Angriffsboost und was weiß ich. Ich warte kurz. Oh, obwohl. Genau. Neben dem Angriffsboost haben wir auch noch Gesundheitserholung, was super nice ist. Ohrstöpsel ist etwas, naja, weil es nur Ohrstöpsel S ist. Das bringt einem nicht allzu viel. Aber es ist auch schon ganz nett. Und ich finde es einfach allgemein ein recht cooles Set. Jagdhorn halt. Jagdhorn ist super. Und ich will jetzt was suchen. Das geht vielleicht. Obwohl, ich benutze. Ja, ich mache erst, wenn er. Der Gegner liegt, und zwar, wenn ich jetzt den Wirebug Attack mache, dann werdet ihr sehen, wie stark das Ganze ist. Das ist super krass. Das ist wirklich, wirklich super krass. Und ich will jetzt nicht daneben hauen, solange hier noch so ein Diablos ist. Ist er noch? Oh, er macht noch einen Angriff. Ich, ich loote mal kurz. So. Ich glaube, das war's dann jetzt. Der Diablos sollte jetzt weggehen, bevor ich seinen Schweif erwische. Und jetzt geht's los. Boom, 339 und zack, 474, wenn das nicht mega krass ist, dann weiß ich auch nicht. Das waren jetzt fast 1000 Schaden, die wir damit gemacht haben. Also, so einem Angriff, der recht flott rausgeht. Ich meine, klar, der kostet beide Wirebug-Moves, aber Wirebug-Käfer und lädt auch eine Weile auf, aber ich meine, das ist sowieso ein guter Move, den kennt man ja. Okay. Ich dachte mir, wir kämpfen einfach mal gegen die T-Grex, weil T-Grex eigentlich ganz cool ist. Ich kann ihn mittlerweile sogar leiden. Ich mochte ihn die ersten. Also, in den ersten Spielen, wo ich gegen ihn gekämpft habe, war ich kein Fan von ihm. Mittlerweile finde ich es aber voll in Ordnung. Ich will den da oben. Whoop. Zack. Oh, da wurde ich erwischt. Egal. Fatz, vielleicht kriegen wir noch. Ne, K.O. haben wir schon gemacht, aber ich habe, ich glaube auch noch Slugger drauf. Wobei, ne, ich glaube nicht. Ne, habe ich nicht, schade. Aber das wäre auch noch zu krass. So, mir fehlen vermutlich mega krasse Talismane, um da wirklich noch was super krasses rauszumachen. Für, also mit Slugger und Angriff und was weiß ich. Hier ist jetzt auch kein kritischer Boost dabei, was einfach nicht drauf passt. Aber ja gut. Na, wir können auch mal schauen. Hier, mein Talisman ist halt hier, der mit Ausweichdistanz und coolen Slots und so. Hätte ich hier noch was mit Angriff und so, mit viel Angriff, dann könnte ich vermutlich, obwohl, ja, keine Ahnung. Es ist halt nicht so einfach. Also, ja. Momentan ist sowieso die Sache, wenn man ein mega krasses Set haben will, dann braucht man halt einen guten Talisman. Weil ich mir da nicht so viele Sorgen mache. Das, was ich habe, reicht ja vollkommen aus. Na du. Zock, 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 zock. Ich würde gerne meinen Wirebug-Attack auf ihn machen. Ich habe Angst, dass ich nicht treffe. Und. Okay, immerhin noch die Flügel. Zack. So, so leicht kommst du nicht hier weg. Nicht mit mir. Oh, da war ich wohl. Habe ich mich wohl nicht so gut angestellt gerade. Nope. Und. Zack. Das
Coole ist, bei so, wenn man nur so leichten Schaden genommen hat, dann kann man sich halt selber hochheilen. Was ganz nett ist. Und. Hup. Und ja, sonst hat man halt auch noch das Explosionselement, was nicht übel ist. Das ist eigentlich auch ganz nett. So, kann euch jedenfalls nicht schaden. Und ja. Man hat sich übrigens Jagdhorn gewünscht. Ich meine, sowieso eine Waffe, die ich schon ein paar Mal aufgenommen habe. Und jetzt habe ich mir halt auch endlich ein besseres Set gemacht, als das, was ich davor hatte. Das davor war ja eigentlich ein Langschwert-Set, wo ich einfach nur Hornmeister drauf getan habe. In dem her, easy peasy. Ich würde gerne meine krasse Kombo drauf machen, aber da ist vermutlich etwas zu beweglich. Mal schauen, ob wir ihn staggern. Und zack, zack. Und er pennt. Das ist natürlich super. Und, dass er keine Bomben hinlegen kann, greife ich jetzt direkt an. Weil sonst haue ich mich selber weg und dann mache ich nicht den zweiten Damage-Move. Ich hoffe, er wird es verstehen, dass ich das so gemacht habe. Oh, nein, roll doch. Egal, das Coole an dem Set ist auch noch, durch mein Talisman habe ich halt auch noch schnell essen, was super nützlich ist. Ist jetzt kein Muss, aber ich finde es, ich liebe schnell essen. Es ist so nützlich einfach. Es ist so nützlich. Ich liebe es. Oh. Easy. Zack, zack, zack. Zack. Aua. Und. Boom. Big Damage Move. 474. Das ist so geil einfach. Ich liebe es. Ist auch recht einfach zu treffen, wenn man auf die Openings aufpasst. Oh. Oh, schade. So, komm schon. So, hier auch noch einen schönen kleinen netten Heal dabei immer. Ist nicht super krass, ich habe mir überlegt, sowas wie Erholungsstufe oder sowas. Ich weiß nicht, wie das Skill heißt, aber dass ich mich selber mehr heile, auch noch drauf zu machen, habe ich dann aber dagegen entschieden. War mir dann doch nicht so wichtig, dass ich da zum Beispiel sowas wie... Ich glaube, ich habe Schnellschärfen drauf. So, dass ich sowas dann halt nicht dabei habe. Boom! Und jetzt habe ich ihn schon erledigt. 9 Minuten ist in Ordnung. Easy peasy. Discord ist aber in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr weitere Waffen sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche immer drauf einzugehen und mir Sets zu machen dann. Zu den passenden Waffen. Wenn ich sie nicht eh schon habe. Und ja, easy peasy. Weil sonst ist es halt ein bisschen schwer herauszufinden, was ich denn aufnehmen sollte, weil ich habe halt jedes Monster schon mehrfach bekämpft und aufgenommen. Das ist natürlich so ein bisschen eine schwere Entscheidung, was man denn dann überhaupt noch machen sollte. Aber wenn ich wenigstens auf eure Wünsche eingehen kann, dann ist das ganz nett. Behaupte ich jetzt mal. Von dem her... Schön in die Kommentare schreiben, was wollt ihr sehen? Was wollt ihr sehen? Ich werde versuchen, so schnell wie möglich drauf einzugehen. Egal, ich bin jetzt aber erstmal die Folge und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.